Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play The Forest, gemeinsam mit dem Geburtstagslama Ja! und der Jess! Hallo! Hallo! Und wir sind hier bei Sahara, was auch immer es ist. Wir werden es erfahren. Kindergarten. Jess hat sich mal wieder umgeguckt, hier kann man gar Wasser nicht trinken. Ich habe nur Wasser getrunken, es stand direkt neben mir. Und ich habe vorhin noch Beeren gegessen. Lauf mir jetzt so voll mit Wasser, jetzt geht's nicht mehr, scheiße. Hier ist halt auch ein Bild von Virginia. Guck mal, oh, ich sitze auf der Couch, ich sitze auf der Couch, wie cool. Oh, ich will auch Bilder von Virginia gucken. Sahara Therapeutics. Und irgendwas steht hier 150 Milligramm. Ah, guck mal, was, ne? was Genetisches, wie cool. Ich kann es nur leider nicht entziffern. Guck mal. Die wollen hier anscheinend, Bone Depletion? Nee. Ja, soll ich das wollen die machen? Creme? PCJ. So Verjüngung? Alter, ihr könnt sogar was essen, hier liegt eine Stulle rum. Membrane. Geil. Mutation? Nee. Wenn ihr wollt, könnt ihr auch Kaffee trinken. Ihr das ist Chess futtert und... Das ist voll geil. Ist uns wahrscheinlich schon wieder alles weg. Wollen wir wetten? Einfach, oh, wie geil, ja, ich eine Stunde. Ja. Guck mal, hier kannst du Geld eingeben. Oh, mein Bild flackert total gerade. Cool, da kannst du dir Soda mitnehmen. Partial Dissolved. Nein, jetzt echt. Wie geil ist das denn? Was machen die da nur? 150 Milligramm. Ah, wie geil. Ich krieg endlich wieder Soda. Schnell. Periodic Table? This is urgent. Was ist das? Mir kann ich nicht reinsehen. Calcium Signals of LUT2 Cells in HLMC. Puh, geil. Aber ich liebe sowas. Und die anderen trinken Kaffee, ey. Nicht schon noch Alkohol und rum. Ich kann sich gar nicht genug umgucken hier. Geld. Zu essen. Woohoo! Lecker. Das war schon 3 Jahre alt, aber egal. Ja, wahrscheinlich, ne? Ich stelle mir halt die Frage, wer an die bitte die Post ausliefert. Tod Recovery. Ich fresse hier einfach alles auf, was noch da ist. Was haben wir hier? Okay, die wollen anscheinend die... Oh, Money. Die, und ja. Alkohol. Wie nennt man das denn jetzt? Ich mir fällt das Wort nicht ein. Weiß ich nicht, was du sagen willst. Wenn man unbedingt jünger sein möchte. Die Alterung ausschalten. Ja, sowas, oder? Wo steht das? Weiß ich nicht, weil hier auf dem Poster das steht. Oh, ein wo? Younger, also jüngere Haut. Durch Innovation. Ich dachte, das wäre vielleicht... Haben wir hier? Dass die sowas hier getestet haben. Ich weiß immer noch nicht, was das da ist. Ah. Und da vorne ist Virus noch eins. Virus Strain is active. Irgendwas. Sahara Therapeutics. Hier ist noch ein Poster. Sahara Therapeutics? Was? Ah, hier. Das heißt durch... Younger Skin through Innovation. Oder so. Deswegen frage ich mich halt, ob die das hier erforschen was war das? Wollten. Das war ich habe an Schulung gerannt. Fortschritt durch Entdeckungen, na gut. Na gut. Ah, da ist wieder das Younger Skin. Oh, wie cool. Ich Angst, dass hier so ein fetter Endgegner kommt oder so. Noch 20 Millionen Jahre hier rumgucken. Und Kaffee trinken. Tinue, liebe Grüße. Ich würde das eh nie gucken, aber egal. Ja, das glaube ich auch nicht. Einfach nur aus Prinzip. So, jetzt kann ich doch nochmal... Was ist das hier denn? Ja, haben wir gerade auch. Und dann kriegst du Soda und Snacks und so. Guckt euch mal das komische Ding hier an. Ich wollte doch noch Soda in der Hypo. Oh, Soda gehen noch, warte. Aber irgendwie, wo ist denn der? Da hinten bist du schon. Dann kann man solche Automaten nicht nach oben schleppen, das wäre voll cool. Müssen wir gleich hier... Ich weiß nicht, was das hier sein soll. Warte mal. Das sieht aus wie Gewebe, wie dieses Mutationsgewebe. Warte. Oder? Ja, kann sein. Money, money, money. It's not funny. Kann sein, vielleicht hat sich das vermehrt. Und dann nicht, guck was mal. Sind da diese ganzen Mutanten entstanden. Oh, ich hab's umgeworfen. Man kann sich hinsetzen. Endlich mal wieder gemütlich chillen. vor allen Dingen wird das auch schön die Dings auffüllen wieder. Ich hätte gerne mal ordentliches Licht irgendwie. Kann man da durch? Wieso kann ich das Fenster nicht einschlagen? Warum ist das hier so dunkel? Das oben ist haben wie sie ein bisschen Strom. Wie in Alien. Alien Isolation hier. Oh, habe ich mich hingesetzt. Ich wollte kann das nicht kommt man eigentlich raus? Wo willst du raus? Na, hier raus. Ach so, ja, kann man. Klar. Also da nicht, aber wir kommen woanders raus. Ja, wo denn? Woher weißt du das? Weil ich das gerade schon gesehen habe. Was? Wo denn, ja, wo hier, denn, wo denn? Du musst hier hoch. Wir müssen hier klettern. Damit ach da, jetzt geht hier weiter mit dem Klettern. Oh. Siehst du? Das habe ich gar nicht gesehen. Ich bin runtergegangen, weil ich gedacht habe, ich kann jetzt mal lieber noch nicht hoch. Hm. So. Oh. Es kann ja was werden. Ich spiele ja gerne so Spiele, wo man sowas finden und hochkrabbeln muss. Deswegen sehe ich sowas sofort. Mann.
Jetzt aber. Ich bin geil. Also bei mir klappt das irgendwie gerade noch nicht so. Jetzt. Ja, jetzt. Hui. Müssen wir wieder bücken hier. Oh, guck mal, hier ist ein Bild. Ein Smiley. Mhm. Wir sind ja so viele Akkubohrer und warum darf ich keinen mitnehmen? Das ist unfassbar, ne? Voll gemein. Ja, total gemein. Oder diese... Wie geile Häuser diese, wir bauen könnten mit den Akkubohrern. Genau. Diese, wie heißen die Dinger denn noch? Oh Gott, ich vergesse alles. Umdreher. Diese Ranch also halt. Diese Ranch, oh, Bettchen. Genau. Schraubenschlüssel. Raumschlüssel, ja, genau. Das meine ich. Guck mal hier. Boah, sieht so heftig aus. Oh, ich hab voll Schiss irgendwie. Okay, hier liegt ein Buch. Hier sind auf jeden Fall sehr viele Kinder gewesen, würde ich mal behaupten. Wo liegt ein Buch? Hier. Da kann man nicht durch. Crayons. Ethical Scientists. Das ist auch wieder der Smiley. Hatten wir das nicht schon? Ja, doch, das hatten wir schon. Oh, Ende Device, bring back the dead. Ah, warte! Das ist dieses Ding, was wir da die ganze Zeit, ja. Wo wir dieses Altar haben. Meinst du, ne? Genau, was? Das hier unten. Also das soll also Tote wieder lebendig machen. Ah, okay. Vielleicht müssen wir da Timmy drauflegen. Also? Zum Glück haben wir da ganz viele Steine draufgelegt. Nee, das ist, glaube ich, was anderes. Das ist nicht das, was wir zum Türen öffnen hatten. Hier brauchen wir nochmal eine Keycard oder einen Code. Ja, ich habe gerade geguckt, aber man kann nichts drücken, oder? Kannst du was drücken? Nee, es piepst nur. Ich kann auch nichts drücken. Oh. Also da hinten ist noch eine andere Tür. Hier ist auf jeden Fall irgendwas passiert, weil hier auf dem Boden echt viel... Viel Blut liegt? Tote Matsche liegt. Ja. Kleine Kätzchen. Also das hier, ist auch was für Tinoe hier. Hier scheinen wohl irgendwie Kinder aufbewahrt zu sein. When I grow up, I want to be a lawyer. Wenn ich erwachsen bin, möchte ich gerne Anwalt werden. Viel besser. Ja. When I grow up, I want to be a game developer. Ich glaube, ich bin ein Vampir. Kittens, kleine Kätzchen. Das war das, was Jess meinte. Hallo? Wenn ich hab's ganz eilig. Aggressiv gegen mich rennen. Ich hab's eilig. Boah, hört ihr das? Babys. Wurden die hier gezüchtet? Aha. Alter, wie laut sind die denn? Die haben... Oh ja, da vorne ist es. Wenn ich groß bin, möchte ich zwei Spieleentwickler Stück. Werden. Oh. Zwei Stück und zwei sind tot. Wow. Die sind geflogen. Boah, wie kommen die jetzt aus mir hier sind rein? Schon tot? Sind schon beide tot? Mann, sind die ja, hässlich. Die brauchen noch einen Schlag. Und wieso sehen die so angekokelt und so braun aus? Guck mal, hier, voll ja, dann komm mal hier rein, aber das ist die Antwort. Überall kleine Babys. Was? Was ist das hier? Guck mal. Observation Room. Ja, hat jemand gespielt. Hey, okay. Barbie gespielt. Niedlich. War auch immer gemacht. Jetzt hast du es kaputt gemacht. Oh, Entschuldigung. Das war nämlich gerade, sah das aus wie ein Menschenopfer. Du meine Güte, wo gehen wir denn jetzt lang? Ah, wir auch mal gucken. Ich würde sagen, wir bleiben mal hier vorne, oder? Ja, ne? Also, sieht mir sehr danach aus. Nein, als kannst du halt da rein. Sie, ist ja hier Observation Room, also Beobachtungsraum A. Scheinen hier gezüchtet worden zu sein. Die sehen auch noch alle normal aus. Na, hier nicht. Naja, relativ, ne? Was ist denn hier passiert? Die haben die anscheinend ich wette, die haben versucht, da irgendwie einen Verjüngungsbrunnen zu finden. Dann ist da irgendwie was schief gegangen, weil sich dieses... Und dann haben sie die... Hier ist Virginia. Dann haben sie die eingesperrt und geguckt. Mhm. Was ist mit denen noch passiert? Nee, die sind alle tot. So verbrannt. Da hinten ist ein Armsi um die Ecke. Der lebt noch. Oh Gott, da rechts. Okay. Da wollte ich nämlich gerade einmal reinlinsen, um zu gucken, ob es der gleiche Gang ist wie der da hinten. Müssen wir, ich glaube, wir müssen den Amsi jetzt töten, oder? Weil man kann nämlich noch in diese Tür, da wollte ich rein. Hm. Genau da. Jetzt hat er hier gerade irgendwas gemacht. New Item added to To-Do-List. Ah, bei mir auch. Okay, schnell mal gucken. Wir sind noch close. Warte, ach, ich drücke immer falsch. Die To-Do-List, wo ist die denn? Hier. Was kam jetzt neu dazu? Ich habe keine Ahnung. Explore irgendwas, anscheinend. Explore Ledge Cave, Explore Sinkhole Cave, Explore... Lawyer's Cave vielleicht? Ja, kann sein. Oh, bin ich erschrocken. Aber das würde doch hier keinen Sinn machen, oder? Irgendwie nicht. Ich weiß nicht, was dann... Oh, Jess! Alter! Was denn? Ich dachte gerade, da kommt gerade Mutter direkt das vor mir hoch. Was? Oh, das wäre gruselig. Ja, mit diesem, weißt du hast ja diese Schädel an. Das ist ein Horrorspiel hier. Hier hinten liegt übrigens noch Stoff. Den, ja, habe ich schon.
Ich würde so, würd so gerne so ein Fernglas haben und jetzt an Arm sie ranzoomen. Halben Herzinfarkt. Da ist auch ein Schiff drauf, aus irgendeinem Grund. Auf den anderen nicht. Okay, jetzt zünden wir Arm sie an. Das ist hier hinten? Ach, da kamen wir schon rein, okay. Ja? Nein? Ja, nein, soll man die eigentlich kaputt machen? Nee, okay. Okay, dann Schuss in 3, 2, 1. Warte, 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 warte. Ah, dann doch nicht. Er läuft. Er weiß, zu wem er möchte. Bitte zu mir. Du Dame. Hier. Das ist das. Das ist so eng. Was? Hier, das war's schon? Gut? Ja, so schön. Boah, sind wir entweder voll gut geworden oder. Nee, ich glaube, das war mit Absicht hier, oder? Genau, und ich denke mal, das sollte nicht so stark sein. Wenn du hier alleine reingehst, musst du ja auch eine Chance haben. Kommst du rein? Nee, ne? Was ist hier passiert, liebe Leute? Auf jeden Fall schiefgegangene Experimente. Mir doch sehr danach aus, ja. Ja, haben die irgendwann einfach nur noch angezündet? Und sind auch abgehauen oder was? Wahrscheinlich, aber guck mal, steht da hinten aber die Kommode warum? Vor der Tür? Dass niemand reinkommt oder was? Ja, da hinten ist ja auf der anderen Seite. Könnt ihr euch das bitte mal angucken? Also da ist irgendwas richtig schief gelaufen. Das ist so krass, ey. Da laufen Menschen. So krass, diese Augen vor allen Dingen dazwischen. Oh. Ich glaube, das ist... Das sind Gesichter. Ja, so ein Riesenhaufen Matsche. Krass, das einfach ist. Geil. Ach, ich mag The Forest. Was mein Thumbnail wird, ich weiß es nicht. Observation. Kommt man da nochmal rein? Bei Babys. Da müssen wir wieder klettern, Emily. Ja. Auch wie die da auf diesem Servierwagen einfach gestapelt sind. Sache. Oh, hier ist ein Note wieder. Auf dem Weg. Property of Megan. Also Besitz von Megan. Mm. Oder Eigentum von Megan. Megan war doch die, dessen Foto wir eben gefunden hatten, yep. Oder? Ja. Okay. Womöglich war die ja auch in dem Flugzeug oder so. Genauso wie Timmy. Vielleicht ist Megan der Anfang von allem. Kann auch sein. Anfang des Übels. Der Antichrist, weißt du? Weißt du, ist noch, glaube ich, was? Oder nee? Doch. Ein Bild? Von Megan. Megan ist ja auf jeden Fall lange gelatscht. Megan Cross. Megan war bestimmt eine der wenigen Überlebenden. Die haben bestimmt alle hier gelassen. Auch die noch. Ne, die sind doch alle abgeschlachtet worden. Ich glaube, die eine Höhle waren. Die Forscher, oder? Hier ist wieder irgendwas. Wo wir auch den Keycard gefunden hatten. Subjekt. 12 Jahre alt ist Virginia. Guck mal, Arm, sie ist erst 6. Oh, wir töten hier ganz zwei kleine Kinder. Oh. Kann das mal nicht so schnell machen? Ja, ne? Ich mach mal Licht aus. Ich glaube, dann sieht man besser. Tatsächlich. Jarius-Projekt, okay. Matthew Cross, das ist der Papa von. Man sich hier hinsetzt, sich das angucken. Virginia Development. Wieso stecke ich hier jetzt fest? Oh. Hä? Wieso gehe ich rückwärts? So das. Wenn nicht die ganzen Häuser da jetzt drin wären. Da siehst du 12. Multiple sexuelle Organe. Ah, so schnell kann ich nicht lesen. Ja, das wäre echt besser, wenn das ein bisschen langsamer geht. Ich gerade nicht. Ja, aggressiv. Parents willing to spend money. Also die Eltern sind bereit, Geld dafür auszugeben. Vielleicht haben die ja tatsächlich an den Kindern experimentiert. Mhm. Nochmal. Wir müssen das leider jetzt nochmal durchdingsen. Also verschiedene, mehrere Sexualorgane, mehrere Extremitäten. Bei Arm sie fehlt der Kopf und ist sehr aggressiv. Translating results to adult long video, okay. Amazon to investors, parents willing to spend money. Ja, wahrscheinlich damit ihre Kinder länger leben, okay. Ich denke auch. So habe ich es jetzt auch verstanden. Wo geht's jetzt weiter? Da, die Schiebetür. Da kamen wir her. Kamen wir hier? Nee. Wir kamen von oben. Jau. Hallo, Regen. Schiebetür? Hast recht. Das ist an die Wand gemalt. Ich muss mal nochmal. Ich glaube, das ist das Ding von hinten, oder? Weiß es nicht. Sieht halt auch einfach nur aus wie ein Stein. Wo seid ihr denn? Bin mir nicht sicher.
Geh mal hier rein. Chemielabor hier. Hier ist alles zerstört. Hier liegt was. Oh, das kann man wieder eine Zeichnung lesen. Von diesem Pylon. Pylon? Mhm. Ah ja, diese Wiederbelebungsmaschine. Hier wurde da ist noch mal dieses komische Ding. Oh. Ich hab's. Ich kann das einfach nicht. Wir wollten bestimmt echt so Verjüngungsscheiß machen. Und haben an den Kindern rumexperimentiert. Ah. Ja, aber gleichzeitig haben die ihnen was gegeben. Dann geht die Tür nicht mehr auf jetzt. Ja, vielleicht waren das auch Eltern, die so skrupellos waren, denen das egal war, was mit den Kindern passiert. Vielleicht waren die auch, unheilbar krank, die Kinder. War das? Kann ja auch sein, dass die irgendwie nicht weiter, was ist denn hier? Kommen wir hier rein? Leute, ja. Machen wir langsam. Kommen wir tatsächlich rein. Noch langsam. Wir haben ja ganz viel Medizin. Ich habe mir gedacht, da hinten geht's eh nicht weiter, aber ich gehe trotzdem mal hin. Ist wieder das Gleiche. Jetzt überall sind essen. Die Kreuze. Erstmal eben was. Kreuze? Oh, ich muss mal auf die andere Seite. Sind das Röntgenmaschinen? Ja, ne? Oder für die Bestrahlung? Weiß ich gar was nicht. Was ist das, Röntgen oder Bestrahlung? Weiß ich nicht. Sieht mir eher nach Bestrahlung aus. Ne, die Kreuzebeine sind hier ich vorne bin an der kein Tür. Arzt. Die halt überall auf den Kannibalen sind. Gerne die Taschen öffnen. Hm. Ich echt Stunden. Oh, hier ist auch noch was. Okay. Lama, hier ist Kopierer. Hi Matt, your employment with Sahara Therapeutics is terminated for. Oh, es ist so schnell weg. For unethical and inappropriate irgendwas. So, warte hier. Hier sind wieder welche. Oh, terminated nein. For unethical and inappropriate company equipment. Also der Matt wurde gefeuert, weil er Eigentum von Sahara Therapeutics zu unethischen und unangebrachten Experimenten verwendet hat. Wo siehst du das in deinem Buch schon wieder? Ja, bei den Notes wieder. Wieso sehe ich das nicht? Weiß ich nicht, Lama. Ich das taucht bei mir einfach nicht auf. Bei mir steht das bei den Notes, hinter der Yacht, bei der Restraining Order. Vor der Megan, wo jetzt auch das Blümchenbild ist. Da ist auch kein Blümchenbild. Der stört den Mann. Hier rum. Ja, komm mal hier hingucken. Schön, dass wieder alles klappt bei Forest. Alles gefixt, gar kein Problem. Nee, die haben tatsächlich nur diese dedicated Server in letzter Zeit. Hey. HDMI. Ja, schön. Will der nicht raus, Jazz? Der ist auch da. Will der nicht raus? Der kam gerade einfach, hat mich angeguckt. Ist er wieder gegangen. Na, guck. Oh Gott, der kommt hier rein. Oh Gott, der kommt hier rein. Hi. Lama, ey. Lama! Hey, was geht? Hau ihn mal nicht! Mal gucken, ob der überhaupt angreift. Der ist ja rot. Der hat, der befürchtet uns. Der kann doch nichts dafür. Wenn er mich jetzt von hinten angreift, ne, dann ja, nee, ich würde halt gerne wissen, ob die überhaupt jetzt angreifen. Der ist ins Eck gegangen. Oder ob die friedlich sind, quasi. Hallo, ich will da nochmal rein. Guck mal, er da. Oh Gott, der hängt da einfach. Ist da hinten noch was? Nee, da ist nichts. Hinten links. Hier ist was hinten. Rechts. Oh. Greifst du an oder was ist mit dir? Will hier rein? Hier kann man echt nicht rein, ne? Schade. Hier ist alles verbarrikadiert. Überall noch. Wie wir ihn einfach ignorieren. Sag mal, Schnucki, kann ich einfach lang? Sag mal, sind das da hinten die Mitarbeiter? Danke. Sieht so aus, oder? Ich würde gerne ranzoomen können. Aber oh nee, Gott, die sehen aber auch nicht mehr ganz so frisch aus. So ganz in Alien Isolation. Vielleicht liegen die da halt schon ein bisschen. Guck mal, nee, hier hat sich, den, hat sich jemand erhängt. Ach, du bist da hinten. Ja, das meinte ich doch. Genau, das solltet ihr euch angucken. Den habe ich gar nicht gesehen. Krass. Und da ist nochmal einer dieser Kuben mit diesem komischen mutierten Material drin. Wisst ihr so gern, was es ist? Weiß es nicht. Aber warum reagieren die so auf Rot? Wieso haben die Angst davor? Wegen der Einrichtung hier? Ja, vielleicht haben die irgendwie konditioniert. Dass sie Angst vor Rot haben. Wie viel Uhr haben wir? Also wie lang? Ja, geht noch ein bisschen. Sollten jetzt eigentlich dann so langsam aufhören. Hier sind auf jeden Fall Babys. Hört ihr die? Oh. Willst du mit jetzt uns ist der kommen? Mitgekommen. Komm, ich nehme dich an. Wollen wir ihn nicht töten? Dann gehen wir Nein, den töten den nicht. Aber vielleicht beschützt er seine Babys. Ach, lass ihn doch, der arme junge Mann. Das mal, ist ein Kind. Der geht wirklich weg. Guck mal, ich dachte, vergesst nicht, das sind Kinder. Ach, die blöden Babys, ey. Babys sind auch Kinder. Ja, die Arschlöcher wollen sie aber angreifen. Das ist noch eins. Die sind doof. Oh, die fliegen ja aber auch. Fünf Babys getötet habe, unfassbar. Ja, da sitzt. Wie ist das? Guck mal, die kleben hier sogar in den Dingern drin. Oh, ich wollte es. Hallo, was machst du da? Entschuldigung,
Ich wollte da mal reingucken. Guck mal hier, siehst du das? Guck mal da rein. Jetzt hat er dich angegriffen. Nein, hat er nicht. Guck mal da. Rein. Wo? Rein hier. Hier. Soll ich reingucken, Jess? Du guckst auf den Boden, oder? Siehst du das nicht? Was denn? Was ist eigentlich auf dem Boden? Steht das. Eigentlich steht das und da ist ein Baby drin. Hä? Ach hier, da in dem Inkubator da. Der ist halt nur umgefallen. Hä? Also bei mir hängt der hier. Er summt wieder! Er summt wieder! Er hat uns gerade angesummt. Hä? Du guckst auf den Boden? Ach, hier oben. Du meinst hier diese Dingsbums da. Ja, ich glaube, das ist wieder Buggy, dass sie das ganz woanders sieht. Sie sieht es wahrscheinlich richtig, wir sehen es falsch. Oh, jetzt ist es umgefallen. Jetzt habe ich es umgekippt. Die Jess immer einfacher verbunden. Sollen wir hier vielleicht einen Cut machen? Ah, hier ist das. Wenn was meinte Jess eben? Jetzt brauche ich Alkohol. Alkohol. Aua. Hier liegen nochmal so Notes rum. Okay, lass doch hier einen Cut machen und dann gucken wir uns in der nächsten Folge nochmal genauer um. Okay. Genau. Und unser Kumpel wird sicher auch nochmal dabei sein. Also, ciao. Danke. Ciao. Tschüss.